Flugzeug. Die Frage ist, sehen wir 3x3 Minuten? Wenn ich mir Nenad Kostic angucke, ehrlich gesagt, ja, er wird versuchen, mit brutalster Gewalt wie seinen ersten Gegner einfach durch den Ring zu treiben und den Schlag zu setzen, der es dafür nötig ist. Es ist natürlich brutalste Gewalt gewesen, mit der er gewonnen hat, weil er einfach eine immense Schlagkraft hat. Aber man darf die technischen Fähigkeiten von Nenad Kostic nicht unterschätzen. Also er ist trotzdem wirklich defensiv stabil geblieben, hat technisch sauber geboxt. Das Tape an der Hose von Nenad Kostic hat sich da kurz gelöst, hat der Kampfrichter noch mal kurz drauf geschaut. Denn lieber jetzt als während dem Kampf. Und da kommt der High Kick von Kostic. Das ist die technische Finesse von eben. Es ist Wahnsinn, mit was für einer Leichtfüßigkeit Nenad Kostic hier immer noch agiert, obwohl der wirklich einiges an Kilos auf der Waage hatte. Und wie leise und gespannt alles in dieser Halle ist. Wahnsinn. Förmlich knisternde Atmosphäre. Alle wissen, dass dieses Match hier mit einem Schlag beendet sein kann. Das Publikum hat auch gesehen, was passieren kann in den Halbfinals. Ja, so ist es. Kostic kommt jetzt hier mit den Low Kicks. Wow. Und es kann natürlich gut sein, dass er hier weiter mit den Kicks arbeitet. Wow, und der nächste High-Kick-Versuch von Kostic. Ja, jetzt hat Schmeling wachgerüttelt. Ja, die Frontkicks auf die kurze Rippe hier vorne, die André Schmeling hier rausfeuert, die gefallen mir gut. Also auch das nimmt selbst einem Gegner wie Nenad Kostic, der in der ersten Runde noch vergleichsmäßig wenig zu tun hatte, wenn man es mal mit André Schmeling vergleicht, nimmt ihm das hier die Luft. Kostic schüttelt hier nur den Kopf, bewegt sich wieder aus der Ecke raus. Und Schmeling, so wie auch vorhin schon gegen Michael Reisinger, arbeitet hier wieder mit der Führhand. Und da knallt es mal wieder. Body Kick in Richtung der Leber. Ja, Schmeling boxt immer noch explosiv. Also die Müdigkeit, von der wir es vorhin hatten, da ist bei ihm noch nicht so viel davon zu sehen. So, und der Coach von André Schmeling weist ihn hier an. Er soll auf die Kontermöglichkeit abwarten. Blockt hier auch den Low Kick schön. Auf der Außenbahn versucht zum Kopf zu kommen. Die Ecke von André Schmeling sagt auch, variiere. Jawohl, schön. Und weiter, Druck machen, nur was. Ja, was ist da jetzt passiert? Da ist bei einem Kämpfer, glaube ich, der Mundschutz rausgefallen. Ja, bei André Schmeling war das. Wurde einmal kurz sauber gemacht, abgeputzt, shake hands und weiter geht's. Und da kommt die nächste Kombo von Kostic, aber auch als Stopp-Kick von André Schmeling. Und leichtes Nasenbluten bei Nenad Kostic. So, und hier sehen wir nochmal die Highlights. Boxkombo mit Low-Kick-Abschluss hier von Nenad Kostic. Und der High-Kick ging gerade noch auf die Schulter, den André Schmeling hier rausgefeuert hatte. Zweite Runde kann starten. Und jetzt wird es nochmal richtig anstrengend. Aber ich denke auch, Nenad Kostic hat gut dran getan, jetzt nicht komplett zu überpacen. Ja, definitiv. Der hat den ersten Kampf gut überstanden. Hier winkt, wie gesagt, ein gesundes Preisgeld. Warum ein hohes Risiko eingehen? Und wenn man so einen erfahrenen Coach wie Andy Rögner in der Ecke hat, der weiß einfach, wie der Hase läuft. Aber auch hier, beide wieder. Also extrem gut mobil, mit solider Beinarbeit. Sind trotzdem noch geschmeidig in der Bewegung. Und das bei so einem Körpergewicht. Also wirklich ordentlich. Und wieder arbeiten. Genau, zu bleiben und arbeiten.
Jetzt ist es Kosic, der mit den Boxkombinationen ganz gut trifft. Was ich auch spannend finde, ist, beide betreiben sehr, sehr wenig Head-Movement, also bewegen den Oberkörper oder den Kopf sehr, sehr wenig zur Seite weg. Da ist es die Mentalität, kill or be killed. Getreu dem Motto, ich absorbiere eh alles. Und wieder ein erneuter Bodykick auf die eh schon gerötete Stelle. Ja, und der Körperbereich an der Leber bei André Schmeling sieht jetzt schon wirklich auch sichtbar gezeichnet aus. Von allem, was Nenad Kosic da drauf geworfen hat. Und wir dürfen ja nicht vergessen, ja, da war ja auch vorhin schon ein Michael Reisinger am Werk. Nächster Bodykick, also Kosic ist wohl auf den Geschmack gekommen, was die Kicks zur Leber angeht. Und irgendwann setzt der Impact halt auch mal ein. Ja. Ja, trotz Deckung kommt dann natürlich immer was durch. Du gehst nach vorne, nicht zurückgehen. Genau, weitergehen. Und da ist wieder die Führhand von Schmeling, die sich zu Wort meldet. Und weiter, und Druck, und Druck, und Druck. Jetzt ist Kosic diese Runde deutlich passiver, muss man sagen. Weiter geht's, zum Körper gehen auch. Amo. Komm, André, komm. Jetzt, jetzt, ey! Und da ist das Knie. Jetzt kann Schmeling hier wieder was machen. Also er muss, es ist wirklich sein Kampf, sich in den Gegner reinzuarbeiten und diese kurzen Haken und die Low-Kicks zu bringen. Nice. Schön nach rechts, nach links ausgedreht von Nenad Kosic, abgeschlossen mit Low-Kick. Und der nächste Bodykick von Kosic. Oh, Spinning-Hook-Kick gerade noch ausgewichen. Und da bilden sich schon sämtliche Blutergüsse am Körper. Oh, und die Spinning-Backfist, die saß, glaube ich. Finger schneiden, jawohl, Finger schneiden, Armo. Genau, und arbeiten. Arbeit. Blocken, direkt kontern, blocken, direkt kontern. Und ja, du hast es gerade eben schon angesprochen, die Nase von Kosic blutet. Jetzt muss Schmeling aber nochmal aufdrehen hier. Verliert er seinen Mundschutz. Willkommene Verschnaufpause für beide Kämpfer. Ja, so eine Muskelmasse muss erstmal mit Sauerstoff versorgt werden. Ja, irgendwann gehst du die Schulter ein und musst nochmal tief durchatmen. Ja, möglicherweise sind noch Verletzungen aus den ersten Kämpfen im Spiel. Jetzt scheint Schmeling aber Step by Step besser in den Kampf gefunden zu haben. Er macht jetzt auch mehr Schaden mit den Körpertreffern. Hebt hier nochmal siegessicher die Hand zur Beendigung der Runde. Eine Runde à 3 Minuten gibt's noch, bis wir einen Turniersieger auserkoren haben. Hochinteressanter Kampf. Denn wie schon erwähnt, die Ausgangslage, die Ausgangspositionen von beiden Kämpfern unterschiedlich. Wie die beiden hier reingegangen sind, aber Respekt schon mal an André Schmeling, der das sich überhaupt nicht, dem siehst du das gar nicht an. Ja, Wahnsinn. Also da merkt man noch einfach, was der Typ an Erfahrung hat und wie schnell der dann wieder in seine Null-Zone sozusagen runterkommt, um einmal komplett resettet zu werden. Der kann direkt wieder weitermachen. So, gibt es noch mal eine freundschaftliche Umarmung und dann gibt es einmal 3 Minuten auf die 12. Und ja, jetzt legt André dreht auf. Jetzt legt André Schmeling auf einmal los wie die Feuerwehr. Vielleicht mal so eine Maßnahme, um sich noch mal den Respekt des Gegners zu verschaffen oder einzuschüchtern hier zum Ende der Runde. Also Wahnsinn, wie der plötzlich noch mal zurückkommt hier. Der absolute Wild. Das ist wirklich wild. Schöner rechter Seitwärtshaken. Und da müssen wir jetzt aufpassen, dass die Kämpfer nicht so wie vorhin auch noch aus dem Ring rausfliegen. Gerade bei den Schwergewichten geht die Innenseite da ganz gerne mal nach. Gibt es vielleicht mal einen kleinen Ausflug auf den Punktrichtertisch. Hat man alles schon gesehen. Herr Kosic versucht hier mit den In-Low-Kicks und den Body-Kicks weiterzumachen. Aber er muss auch die Treffer zum Kopf setzen. Er braucht wirklich die Wirkungstreffer, die Schmelings Kopf durchrütteln. Und da kommt er gut mit der Führhand durch. Oh, Kosic kommt. Kosic wieder am Arbeiten mit den Aufwärtshaken durch die Mitte. Wird gestoppt durchs Vorwärtsgehen von Schmeling.
Oh, schön, viel zum Körper gezogen. Da war gerade die angedeutete Backfist. Aber Kostic war schon über alle Berge. Wir haben noch die Hälfte der Runde circa, in der sich die beiden Hünen mit über 110 Kilo hier das Preisgeld von 2.500 Euro erkämpfen können. Schöne Führhand hier jetzt wieder von Schmeling. Der dreht jetzt nochmal auf. Und auch hier, Kostic arbeitet wieder mit dem Aufwärtshaken. Also je länger das hier dauert, desto besser sieht es gefühlt für André Schmeling aus. Eine schöne Aktion nach der nächsten. Und wieder der Bodykick. Kam zwar nicht mit voller Power, aber die Lücke in der Deckung war da. Und der Highkick. Aber er bleibt aktiv. Ja, da kriegt man spontan Angstzustände, wenn so ein Koloss wie Nenad Kostic hier mal im Sinkflug auf das Kommentatorenpult ist. Oh, schöne Führhand hier von Schmeling. Beide atmen jetzt schwer. Die sind natürlich konditionell schon richtig durch. Aber beide drehen nochmal auf. Wow. 10 Sekunden. Das Zeichen ist gegeben. Überzeuge die Kampfrichter. Ja. Und da packt er nochmal die Backfist aus. Boah, wie willst du diesen Kampf bewerten? Nein, danke. Das überlasse ich. Da bin ich raus. Das überlasse ich den Herrschaften vom Kickbox-Sportverband ISKA. Da bin ich dann leider raus. Was heißt leider? Es ist besser so. So, und hier sehen wir es nochmal. Kurzes Gemängel hier am Ringeck. Und dieser Kniestoß nochmal von Schmeling. Also hören wir gleich mal rein, wer dann hier doch am Ende des Abends die Nase vorn hatte und wer sich über eine Siegprämie von 2.500 Euro freuen darf. Ja, meine Damen und Herren, man darf nie vergessen, diese beiden Kämpfer hatten bereits einen Kampf heute Abend. Deshalb ein Riesenapplaus nochmal extra, dass sie diese drei Runden nochmal gegangen sind. Ein Wahnsinnskampf. Und wir haben zum ersten Mal eine Split-Decision. 2:1 Bundesliga. Oh. Und neuer Maximus Champion aus der blauen Ecke. Nenad Kostic holt sich den Super-Schwergewichtsgürtel der Maximus Fight Night. Mit 2:1 Split Decision Richterstimmen. Und Marco Weike darf natürlich den Gürtel übergeben. Natürlich wird noch kurz abgeklatscht. Jawohl. Nenad, dein Gürtel. Du bist neuer Maximus Champion. Herzlichen Glückwunsch. Aber an dieser Stelle, 6 Runden hat er gekämpft. Ein riesen Pensum absolviert und er hat nicht einmal gewackelt. André Schmeling! Ganz, ganz großer Respekt an André Schmeling. Hat 2 komplette Kämpfe absolviert. 6